Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Lord of the Kings bei Dungeons 3. Ja, gerade gab es ein Ereignis. Unsere Truppen hier haben wohl einen Turm kaputt gemacht hier an der Oberfläche. Und daraufhin sagte der König, das liegt wohl an der Brut im Untergrund und jetzt greift das Dungeon-Herz an. Ja, und jetzt wollen sie uns angreifen, die Drecksäcke. Obwohl wir gar nichts gemacht haben. Ausnahmsweise sind wir echt mal unschuldig. Aber soll mir recht sein, wir gehen jetzt sowieso an die Oberfläche und holen uns auf unserer Seite, sag ich mal, des Schlachtfeldes die Schreine ab, denn wir brauchen Bösartigkeit. Ich bin die Königin des Bösen. Die holen sie mich ganz gerne jetzt mal ab hier unten. Oh, erstmal hier nochmal den Bären umklatschen. Greifen sie natürlich unser Dungeon-Herz an. War ja klar, jetzt wo wir hochgehen, kommen sie runter. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. 14.000 Gold können wir lagern. So, das hätten wir erobert. Jetzt kommen sie von da auch nochmal. Willst du mich verarschen? Okay. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Wir fangen sie ab. Das war's für dich. So, die Krypta erforschen wir. Diese setzen wir dann auch schon mal direkt. Oh. Ich muss die jetzt mal mittendrin schmeißen, weil es sonst zu eng wird. Die haben ja fast unser Dungeon jetzt platt gemacht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Euer Dungeon-Herz wird angegriffen. Werft mich über den Feind. Talia, mach du die mal platt, bitte. Komm, das schaffen wir. Es wird hart, aber wir schaffen's. So. Krypta wird gebaut. Gut, dass wir uns noch schnell den Schrein der Bösartigkeit geholt haben. Das war jetzt schon wichtig. Oh Gott, wir müssen Talia verstärken. Ich bin noch stärker! Es ist Zahltag. Schaffen es nicht, den zu besiegen. Der ist zu stark. Der Steinwächter. Oder kriegen wir das noch hin? Wir brauchen das unheimliche Labor als nächstes. Das war's für dich. Weil ich befürchte, die Angriffe werden noch viel heftiger werden. Das unheimliche Labor bauen wir uns dann auch nochmal eben. Nein, das wollte ich nicht abbauen. Hab ich nur verklickt. Mensch! So, was ist da los? Jetzt kämpfen die ja hier schon wie wild rum. Interessant. Müssen die nicht eigentlich hier lang gehen? Aber irgendwie sind die jetzt hier in der Wildnis. Warum auch immer. Naja, machen die den Weg für uns frei, damit wir einfacher zum Schrein kommen. Umso besser für uns. Oh ja, die machen tatsächlich den Weg komplett für uns frei. Das ist sehr nice. Die läuft da jetzt irgendwie da lang? Keine Ahnung, was stimmt denn nicht mit denen? Und ist jetzt irgendwie verschwunden. Fragen über Fragen. So, wir bauen zwei
normale. Wieder verkackt. Eins größer muss ich das noch machen. Zwei normale, damit wir dann später die verbesserten da hinsetzen können. Lagern können wir hier 54. Doch so viel. Sind die Banshees, sind die sich am Ausruhen oder? Die holen ja Gold ab. Ja, okay. So, da müssen wir jetzt erstmal dann nur noch die Schnodderlinge verbessern, damit das mit dem Gold und alles so überhaupt viel besser klappt. Dann investieren wir erstmal die Punkte da drin, dann sind die ja komplett fertig. Und dann können wir uns auf andere Dinge konzentrieren. So. Belebt mal bitte wieder. So schnell es geht, bitte. Ach ja, und wir müssen das hier noch machen. Das wäre natürlich jetzt erstmal am sinnvollsten, das zu forschen. Und dann die Schnodderlinge. Weil dann sind die sofort alle immer einsatzbereit. Wir müssen da nicht immer lange warten oder so. Und dafür brauchen wir 350 Bösartigkeit. Kanonentrio hier. Die 350 Bösartigkeit kriegen wir auch noch zusammen. Ja, die haben tatsächlich gewonnen, unsere. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Sah erst schlecht für uns aus. Naja, naja. Ja, unser Dungeon-Herz geht es nicht so gut. Also nochmal so einen Angriff können wir jetzt hier nicht vertragen. Absolut nicht. Wir brauchen mehr Bösartigkeit. Das dauert mir alles zu lange. Zeit zu sterben. Talia, du gehst mal bitte alleine und versuchst mal, die da Platz zu machen. Was soll ich tun? Wird dir wahrscheinlich nicht gelingen, aber ich will jetzt hier nicht noch länger warten. Hast du irgendwen, den du mitnehmen kannst? Ja, du hast ja tatsächlich ein paar, die du mitnehmen kannst. Damit du nicht ganz alleine bist. Die Novize muss zuerst sterben, sonst geht gar nichts, Talia. Ja, ich hätte jetzt warten sollen. Egal. Das nachlässige Böse hatte Talia sterben lassen. Nicht schlimm. Aber gegen einen kleinen Obolus konnte so, sie wieder volle Regeneration. Das ist auf jeden Fall erstmal wichtig. Veteran, ey. Der hält so viel aus. Na, Mist. Als nächstes wäre natürlich auch die Zauberei mal ganz sinnvoll, dass wir ein Portal machen können. Um schnell von A nach B zu kommen. So, die Bösartigkeit hätten wir jetzt auch. Das ist auf jeden Fall gut. Dann gehen wir jetzt erstmal zurück. Das reicht mir dann erstmal. 14.000 Gold können wir lagern. Das ist ja schon mal nicht schlecht. So, da müssen wir mal gucken, was wir dann als nächstes erforschen werden. Vielleicht erstmal das Vorhandene. Ah ne, die Imps wollten wir ja machen. Stimmt. Die Schnodderlinge, nicht Imps. Die Schnodderlinge. Das tun wir dann auf jeden Fall.
Ja, es geht ja zum Glück irgendwie voran. Nur wieso werden jetzt hier... Macht euch mal bitte ans Werk. Ist jetzt auch nur 20% Effizienz, weil da noch das Stück fehlt. Was die Schnotterlinge jetzt hoffentlich mal dranbringen werden. 10.000 Gold, 9.000, ja, das wird uns noch lange erhalten bleiben hier. Einerseits auch zum Glück. Andererseits nicht so unbedingt zum Glück, weil dadurch natürlich jetzt 12 Schnotterlinge ständig beschäftigt sind. Wenn jetzt eine weg wäre, das wäre mir schon irgendwie lieber. Das ist dann doch zu viel Gold auf einmal, weil wir noch nicht so weit ausgebaut sind. Noch nicht. So, die Schnodderlinge hätten wir damit jetzt erstmal dann verbessert. Komplett. Und als nächstes nach und nach die anderen Geschichten. Der Turm ist auch schon angekratzt und unser Turm hier unten auch so langsam. Der in der Mitte steht noch gut. Ja, solange noch nichts automatisiert läuft, können wir es eigentlich knicken, schon mal einen Angriff zu machen, ne? Wir brauchen zumindest die Autodefibrillatoren. Ich würde sagen, wir erhöhen die Einwohnerzahl um 2 erstmal. Gehen dann auf die Vampire. Und dann haben wir dann nämlich auch schon mal mehr, die dann die Sachen machen können. So, jetzt können wir das Dreifachgerät schon mal bauen. Aber ich will zumindest, bevor wir in die Oberfläche gehen und so, auf volles Risiko gehen, die ganzen Autodefibrillatoren stehen haben, also 2 Stück an der Zahl. Das hatten wir ja erforscht. Bösartigkeit brauchen wir. Kommt, dann macht die Kiste noch schnell fertig, dann reiße ich das dort ab. Die 250 hierfür haben wir jetzt auch fertig. Na, komm schon. Dankeschön. Nein, das will ich nicht weghaben. So, dann haben wir das jetzt auch geschafft. Dann können wir das hier abreißen. Dann können wir nämlich jetzt das nächste Dreifachgerät hier bauen. Dann brauchen wir diese Billigteile gar nicht mehr. 2 Vampire holen wir mal dazu. Dann dürfte die Arbeit ja kontinuierlich erstmal hier weitergehen. Und sich das immer mehr und mehr steigern. Einen haben wir ja immer als Ersatzmann da. Aber ansonsten können wir jetzt hier 3 Stück dann arbeiten gleich. So. Direkt mal ran da. Dann können wir danach das nächste Gerät machen und dann können wir alles andere nach und nach verbessern. Dann läuft das schon mal.
Vor allem dann die Auto der Reprimanden, dass wir da zwei Stück von haben. So, jetzt können wir das nächste bauen. Es ist Zahltag. Ah, das macht mir nichts aus, dass wir Zahltag haben. Wir haben Gold. Gutes Geld haben wir am Start. Jetzt können wir die Nagas als nächstes mal verbessern. 350, die Heirate danach noch. Also erstmal das Vorhandene verbessern und dann nach und nach Neues dazu holen und das dann auch nochmal verbessern. Damit sind wir in der Vergangenheit immer am besten gefahren. Ja, jetzt sind sie da schon wieder beim nächsten Turm dran. Ohne dass wir was groß dafür tun müssen. Noch nicht. Ich will erstmal halt gucken, Autodrifibrimaten haben. Dass unsere Einheiten ständig kontinuierlich nachkommen. Dann mache ich die mal weg und dann baue ich direkt schon mal hier. Zack, einen hin. Du gehst dann mal dort an die Arbeit. So, da wird jetzt hier munter gewerkelt. Die Sachen sind soweit fertig. Ah, viele Dämonen haben wir eh noch nicht. Läuft aber dennoch gut. Auch wenn es gerade zu ruhig ist. Sonst stehst du ja ständig unter Druck, musst gucken, musst handeln, kannst keine Pause machen. Und jetzt gerade so ein bisschen Chill-Modus, ne? Unheimlich, das macht mir irgendwie mehr Angst. So, jetzt haben wir zwei Autodefibrillatoren am Start. Ich würde sagen, dann werden wir jetzt erstmal schauen, dass wir ganz kurz nochmal hier das verbessern. Mit den verbesserten Gerätschaften. Dann kriegen wir die Kisten auch schon mal viel, viel schneller hin. Und dann speichere ich und dann gehen wir mal in die Oberfläche. Ich nehme auch diesmal ausnahmsweise mal alle mit, weil es so gut lief. Alle mitnehmen. Und dann gehen wir unten bei der Lane helfen. Aber erst wenn wir natürlich die Bösartigkeit für uns gewonnen haben. Ein paar Stufenaufstiege wären natürlich auch noch nice. So. Das nehmen wir gerne an uns. Die Bösartigkeit soll unser sein. Können wir noch verbessern. Wir könnten natürlich einen Kerker noch bauen. Aber ich will ganz ehrlich noch mehr Dämonen auch haben. Also die Arachniden will ich ganz gerne noch mit in den Reihen wissen. Dafür brauchen wir natürlich auch erstmal mehr Kapazitäten. Da, das haben wir erobert. Die unterste Lane ist gleich unsere. Gott, ich rede jetzt wirklich schon so wie so ein LoL-Spieler. Furchtbar. Furchtbar. So, Wölflein töten. Und Bershi auch. Und dann holen wir uns den Schrein. Wir machen da raus ein Hort des Bösens. Rückt ihn raus. Es ist unser. Pushen. Erstmal schön die Priester und die Magier platt machen. Nein, ein Vampir ist gestorben. So, jetzt haben wir ja mehr Platz für mehr Kreaturen. Dann hole ich mal zwei Arachniden nochmal dazu. Und ein Goblin kommt. Dann haben wir zwei Stück. Von jeder Kreatur ein A2 zu haben, ist schon, denke ich mal, ausreichend. Aber ich wollte ja danach ja auch erstmal die vorhandenen erstmal verbessern, bevor ich noch weitere dazu hole.
Das wäre ja Quatsch, deswegen verbessere ich die Arachniden mal eben. Die Nagas sind schon voll verbessert. Ah, das müssen wir nicht verbessern, aber 350 bei den Vampiren würde ich schon ganz gerne mal in Kauf nehmen. So, und jetzt holen wir uns mal eben diesen Bär noch und den Wolf. Und dann gehen wir mal auf die gegnerische Lane-Seite rüber. Auf die Feindesseite und versuchen mal. Wir haben ja alle Schreine der Bösartigkeit jetzt für uns. Wir versuchen dann mal vorzudringen. Töte König Arcturus, das Lager. Das Schlachtfeld. Ja, wir können. Komm, wir helfen, indem wir einfach die Türme kaputt machen. Dann helfen unsere Truppen ja quasi mit, indem sie da immer wieder. Na, jetzt greifen sie uns an. Unser Dungeon-Herz. Feinde in eurem Dungeon. Vielleicht sollte ich dann doch gucken, dass ich erstmal ein paar Fallen mache. Bevor ich jetzt hier zu krass vordringe. So, dafür müssen wir natürlich auch erstmal einen Raum haben, um die Fallen überhaupt zu machen. Zahltag. Ich mache den erstmal nur 6x6 groß. Wir müssen das Ganze natürlich auch erstmal erforschen. Tüftlerhöhle, Gobobots, dann brauchen wir die Brauerei auch. Oh Gott, damit eröffnen wir gerade einen riesen Weg. Die Brauerei, wo bauen wir die denn hin? Am besten hier noch mit irgendwo hin. Direkt neben den Schlafsaal. Dann kommt wieder eines zum anderen. Aber so ist das leider manchmal in Dungeons 3. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Ich meine, jetzt haben wir ja eigentlich soweit Zeit. Wir haben ja hier keinen Stress. So, da müssen wir jetzt erstmal die Tüftlerhöhle bauen. Diese bauen wir natürlich erstmal hier hin. Da müssen wir auch mehr magische Kisten haben. Die müssen natürlich erstmal hergestellt werden. Oh, falsches Menü. Oh, ich spiele das schon so lange und jedes Mal klicke ich das Falsche an. So, dich brauchen wir, dich brauchen wir und dich brauchen wir. Zack, zack, zack. Ihr stellt mal bitte ein paar Kisten her. Mal ein bisschen Dalli, wenn es geht. So. Tüftlerhöhle haben wir jetzt am Start. Was war das denn jetzt noch? Extreme? Verpeilter Extreme? Ach, die Brauerei, genau. Die Brauerei, die bauen wir dann hier hin. Hier kommt ja nur die Tüftlerhöhle rein. Mit Ova drehen, genau. Oje, da brauchen wir noch mehr Platz. Die ganzen Fallen müssen wir jetzt noch erforschen. Diese verbessern wir mal eben. Goblins und Orks. 150. Bösartigkeit. Ja, die kriegen wir relativ schnell zusammen. So, dann machen wir den Raum jetzt erstmal komplett. Zack. Und die Maschine noch, die wir dafür benötigen. Sehr gut. Dann haben wir die Brauerei. Da müssen wir selbst brauende Braukessel noch reinmachen. Da müssen wir da keine Schnodderlinge für einsetzen. Zwei magische Kisten brauchen wir dafür. Aber erstmal. Ja, jetzt haben die Vampire sich aber auch erstmal hingelegt, oder? Oder war jetzt Zeittag und ich hab's verpeilt? Wir können 700 Mana nur lagern. Das ist ja nicht wirklich viel. Das müssen wir auch mal erhöhen. Das ist viel zu wenig. Das muss ein bisschen mehr sein. Was sind sie denn alle?
Boah, jetzt habe ich den einen natürlich aus Versehen weggeholt, egal. Leg mal bitte los, zu dritt geht es viel schneller hier. Da haben wir schon die verbesserten Geräte. Hier sind jetzt gleich die verbesserten Geräte auch am Start. Und die selbstbrauenden Braukessel brauchen wir jetzt. Zwei Stück dürften vollkommen langen für diese Mission. Ja, 18 Bierfässer können dort gelagert werden. Reicht auch aus. Was können denn als nächstes genau die Fallen, die wollte ich machen? Explodierende Schatzgrube brauchen wir nicht. Teergrube. Das erforschen wir, rotierende Flammer. 250, 250, 500. 500 Bösartigkeit brauchen wir, um den Rest dann noch zu erforschen. Wir können aber erstmal mit dem arbeiten, was wir haben. Ist zwar nicht so die Masse, aber immerhin. So, hier ein paar Fallen hin. Ja, das reicht doch dicke. Dann natürlich noch die verbesserten Türen und wir brauchen den rotierenden Flammer noch in der Mitte. Dann ist diese Seite eigentlich schon so gut wie sicher. So, hier einmal die Tresortür und den Quetscher. Dann haben wir das alles erforscht, was wir wollten. Oh, wir müssen das mal erforschen, dass wir mehr in der Bibliothek lagern können. Sonst wird es ein bisschen knapp. Ein bisschen sehr knapp. Gut. Ja, ich hätte es nicht gedacht, aber ich denke mal, in der nächsten Folge könnten wir die Mission schaffen. Aber da ich jetzt schon 6 Folgen aufgenommen habe, viel mehr als ich eigentlich wollte, überlasse ich das dem Zukunfts-Extreme. Er kann nochmal Spaß haben in diesem DLC. Und wer weiß, vielleicht ist bis dahin ein neues DLC raus. Ich weiß es nicht. Mal sehen. Wir sehen uns auf jeden Fall in 2 Tagen wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Aufnahmesession oder auch im nächsten Stream dabei. Und, ja, ich denke mal, das sollten wir dann problemlos schaffen. Hier haben wir viel mehr Zeit in dieser Mission. Ich bin jetzt erstmal raus und sage bis dahin. Tschüss!